Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen ein komplettes Haus bauen werden. Naja, gut, zumindest von der Innenansicht. Wir bauen hier im Dollhouse-Stil ein Häuschen mit den neuen Plattformen, mit den neuen Objekten aus The Sims 4 ab ins Schneeparadies. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das Ganze ist nicht besonders groß. Wir haben hier eine Fläche von 5x5 Kästchen. Mehr Platz bietet dieses Häuschen an sich eben nicht. Wir haben aber trotzdem alles untergebracht, was eure Sims letztendlich zum komfortablen Leben benötigen. Wir haben eine Küche, wir haben das Badezimmer natürlich, wir haben einen kleinen Essbereich, wir haben das Wohnzimmer, Schrägstrich Büro und natürlich ein Schlafzimmer. Das alles auf diesem kleinsten, engen Raum und trotzdem ist es, wie ich finde, doch einigermaßen gemütlich geworden und eben auch entsprechend funktional. Genau, das soweit vorweg. Das Ganze gibt es jetzt nicht in der Galerie, denn wir haben hier, beziehungsweise doch, ich kann es doch hochladen auf einem kleinen Grundstück, dann wird es eben entsprechend nur dieses, diese Dollhouse-Ansicht sein entsprechend. Und eben den Rest drumherum, den könntet ihr dann bauen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt daraus eben entsprechend ein komplettes Haus machen und dann können eure Sims dort auch drin wohnen, drin leben und das wäre noch eine Möglichkeit, kann ich später noch machen, wenn ich das Ganze hier fertig gemacht habe, das Video, und es hochgeladen ist, dann kann ich es nochmal in die Galerie laden. EA-ID ist Eisterritter, dort findet ihr dann das Haus entsprechend und ich bin gespannt, was ihr daraus dann entsprechend auch mal bauen werdet, denn es ist tatsächlich eben nur das Grundgerüst und die Inneneinrichtung und alles andere kann euch dann frei überlassen werden. Aber erstmal hier jetzt entsprechend zur Einrichtung. Das Ganze ist natürlich ein bisschen industrieller angehaucht. Wir haben hier entsprechend hohe Wände, zumindest im oberen Bereich mit den großen Fenstern. Wir haben hier diesen Backstein, der überall verbaut ist. Also es erinnert schon so ein bisschen Industrial Loft-mäßig an Sanmai Shuno. Das war natürlich entsprechend Absicht gewesen. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass man das Ganze nicht auch hübsch einrichten bzw. gemütlich einrichten kann, auch mit jeder Menge Schnickschnack und auch bei so wenig Platz ist das tatsächlich möglich und das machen wir jetzt hier auch entsprechend. Wir haben hier natürlich wie immer die neue Küche von The Sims 4 ab ins Schneeparadies, die passt natürlich auch sehr gut mit dazu. Ich habe das Ganze so ein bisschen in etwas dunkleren Farben gehalten, zumindest jetzt hier entsprechend die Küche und später auch das Esszimmer. Ich glaube, oben im Schlafzimmer ist es auch ein bisschen dunkler geworden, aber eben nicht dieser ganz dunkle Ton, den ich jetzt hier in der Küche verwende, sondern eben eine Nuance heller. Und genau, hier entsteht entsprechend diese kleine Küchenzeile. Es ist ja mehr oder weniger, man kann es ja keine richtig große Küche nennen, ne? So viel Platz ist natürlich nicht. Aber letztendlich können eure Sims trotzdem daran kochen, denn die können diese kleine Ecktheke, da können sie auch dran kochen. Das ist sehr schön gelöst. Müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe da jetzt so viel Schnickschnack drauf platziert, damit es eben hübsch aussieht. Dass eure Sims da gegebenenfalls nicht so richtig drankommen, muss ich nochmal testen. Aber entsprechend ansonsten ist auch so eine kleine Küche natürlich voll funktionsfähig. Und da können eure Sims entsprechend auch dran kochen. Genau. Genau, ja, soweit, soweit so gut zu der doch sehr kleinen, minimalistischen Küche. Trotzdem, wie ich finde, sehr schnuckelig geworden, hier auch mit den Oberschränken, also beziehungsweise nicht Oberschränke, sondern diese Regale eben entsprechend aus The Sims 4 ab ins Schneeparadies. Und diesmal habe ich den Mülleimer nicht vergessen. Ich vergesse ihn ja immer wieder ganz gerne. Diesmal habe ich ihn dann tatsächlich doch mit platziert, ne, dass eure Sims dort auch den Müll reinschmeißen können. Und dann geht es hier weiter in das kleine, aber feine Esszimmer. Auch dabei wieder, Esszimmer ist ein bisschen sehr übertrieben. Es ist, ja, es ist ein Tisch mit dann am Ende doch zwei Stühlen. Das heißt also, ihr habt nicht sehr viel Platz dafür, aber genug Platz, um dort ein bisschen Frühstück zu essen. Und genau, ansonsten, wenn ihr ein großes Dinner machen wollt, dann müsst ihr leider irgendwo in die Stadt reingehen, in ein Restaurant oder so, dann wird es ein bisschen teurer, aber das sollten eure Sims auch hinbekommen. Genau, soweit, so gut. Kommen wir jetzt zum Wohnzimmer, Schrägstrich Büro.
Die Idee hier ist nicht neu, die habe ich jetzt wiederentdeckt, dass man eben entsprechend den Schreibtisch, also einen Schreibtisch platziert, dort einen Stuhl davor packt und entsprechend auch den PC draufstellt. Das Ganze verkleinert, also den Tisch entsprechend und dann dort ja, zum Beispiel eben ein Regalbrett hinpackt als kleiner Tischersatz. Also es funktioniert beispielsweise auch mit den Küchentheken. Die könnt ihr auch verkleinern. Nee, andersrum. Ihr könnt bei einer Küche. Ja, also da. Moment. Stopp. Ihr könnt die Küchentheken verkleinern, das funktioniert auch, ja, aber was ich meinte ist, ihr könnt in einer Küchentheke eine Spülmaschine reinpacken, diese Spülmaschine verkleinern und dann ist dort nämlich der Schrank ausgeblendet, der ist durchsichtig, aber die Arbeitsplatte ist noch vorhanden. Und dann könnt ihr dort, wo entsprechend die Spülmaschine noch klein durchscheint, so wie hier jetzt zum Beispiel ein bisschen Dekokrams hinpacken. Und dann sieht es so aus, als hättet ihr eine Platte und unten ist eben frei. Das ist auch sehr schön, sieht ganz niedlich aus. Ist auch eine sehr hübsche Idee, die man machen kann, um die ganze Küche eben ein bisschen interessanter zu gestalten. Und genau dieses gleiche Prinzip habe ich hier eben auch verwendet. Also eure Sims können hier den PC benutzen. Das ist also kein Problem, habe ich ausprobiert. Und man kann so eben ein bisschen individueller noch kleine Arbeitsplätze gestalten. Man hat eben so keinen kompletten großen Tisch dort stehen, sondern eben entsprechend nur so ein kleines Sideboard, so ein kleines Brett entsprechend. Und dann können eure Sims dort dran arbeiten. Das ist also auf jeden Fall möglich. Ein kleiner TV darf natürlich auch nicht fehlen. Ein schönes Sofa noch mit dazu. Wir haben hier auch ein kleines Bücherregal, also diese kleinen Bücherstützen sind dort unten auch noch mit. Das heißt also, dort ist auch ein bisschen was für das Wohlergehen des Sims gesorgt, dass ja denen nicht langweilig wird. Genau. Kommen wir jetzt also oben ins Schlafzimmer. Dort darf natürlich ein Doppelbett nicht fehlen. Und ganz klar natürlich ein Schrank. Ich finde diesen Schrank so schön von Die Sims 4 ab ins Schneeparadies, dass natürlich der auch wie hier wieder mit verwendet werden müsste. Passend dazu, das habe ich in meinem letzten Speedbuild schon mal erwähnt, in meinem Tiny Apartment, das Bild aus Gaumenfreuden. Da ist das Bild her, genau. Passt natürlich jetzt sehr gut mit zu ab ins Schneeparadies, denn das ist ja auch, wie gesagt, so ein bisschen leicht asiatisch angehaucht mit diesen Kirschblüten. Das passt also auch besonders schön mit dazu. Gibt es in vielen verschiedenen Farben, in bunten Farben auch entsprechend ein bisschen knalliger, ein bisschen zurückhaltender. Ich habe jetzt hier dieses weiß-grünliche genommen, weil ich das ein bisschen schöner fand, dass es ein bisschen zurückhaltender ist und nicht so knallig ist. Und ich finde, es wirkt dann doch ganz schön dort an der großen Wand. Genau. Und jetzt haben wir soweit eigentlich alles Wichtige hier in diesem kleinen, ja, letztendlich diesem kleinen Häuschen untergebracht. Jetzt kommt überall noch ein bisschen Schnickschnack, das bisschen dieses Feintuning, was natürlich nicht fehlen darf. Häufig ist es so, dass man bestimmte Sachen noch mal kurz vorher ändert, vor allem eben auch zum Beispiel gleich die Wandfarbe. Denn erst wenn das Haus komplett oder der Raum komplett eingerichtet ist, bekommt man ein Bild davon und dann muss man manche Sachen einfach ein bisschen anpassen und denkt sich, das sieht aber doch nicht ganz so hübsch aus, das muss man ein bisschen ändern. Das ist also so ein bisschen im Nachgang noch mal das kleine Feintuning, wie ich sage. Genau. Ansonsten hoffe ich, es gefällt euch. Ich werde es, wie gesagt, jetzt als Haus hochladen, als Grundstück hochladen und ihr könnt es euch entsprechend dann ja zurechtbauen, wie ihr es möchtet. Könnt daraus ein richtiges Haus bauen und dann bin ich gespannt, wie bei euch dann später dieses Häuschen aussehen wird. So rum heißt es. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann erstmal. Tschüss.